Ja, moin. Connor, Ja, Connor, du wirst ersetzt. ich bin so froh, dich zu sehen. Das Abweichlerproblem wurde endlich gelöst. Ja, also Diese unschönen schlüssen müssen, Vorfälle ne? liegen jetzt hinter uns. Und CyberLife kann zum Alltagsgeschäft zurückkehren. Natürlich müssen wir am Kundenvertrauen arbeiten. Doch das ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe eine Überraschung für dich. Ja, die Überraschung ist nicht so toll. Das ist der neue RK-900. Schneller. Stärker. Belastbarer. Und mit der neuesten Technologie ausgestattet. Das ist so gemein, ne? Das Da Außenministerium schafft hat man das gerade mit Connor. 200.000 bestellt. Da schafft man es mit Connor echt, Was wird die mit mir Mission zu geschehen? erledigen, wenn er nicht zum Abweichler wird. Und Du dann wird bist er einfach obsolet. trotzdem abgeschaltet, weil. Du wirst Zack, deaktiviert. Nachfolgermodell. Du kannst jetzt gehen. Connor, jetzt weißt du, wie sich so manches iPhone schon gefühlt hat. Oder so manches Samsung-Handy oder so manches Handy von Sony oder so. Ich möchte keine Werbung machen. Den überspringen wir gekonnt und gucken uns einmal das Ablaufdiagramm an, das neue, was wir jetzt haben. Zack. Oh, okay, das Ende ist da. Aber es ist blau, es ist cool. Einen Moment mit Noah verbringen. Okay, gut, okay. Also gu gucken wir uns das Tatsache nur noch einmal an. Achso, und das ist dann die Selbstzerstörung der beiden. Ja, gut, okay. Mal gucken, was haben wir denn hier? Ich habe halt das Problem, dass der Angriff nicht erfolgreich ist. Das muss ich irgendwie. Ich weiß nicht, was die beiden sein sollen. Mal gucken. Finde ich auch noch raus. Hier haben wir Simon jetzt mal gerettet. Weil wir es halt können. Und Greif dann auf die wollen wir mal Story-Grafik zu. wieder ganz nach hinten gehen. Wir haben schon so viel gemacht, ne? Es ist unglaublich, wie schnell wir jetzt auf die 100% zu gehen. Tatsache, ich bin ein bisschen erschüttert, wie schnell das doch geht. Zack. Corner M CyberLife Tower, das ist auch ein Gold. Da wollen wir einsteigen. Und zwar wollen wir einsteigen, mit Androiden hinter Kara reden. Check. Und jetzt sag mir bitte nicht, dass das wirklich der eine Typ hier von da am Anfang ist, mit dem ich dann noch reden kann. Spiel, tu mir das nicht an. So, wir bitten um ein Ablenkungsmanöver. Und gucken, dass wir den aber dann irgendwie nicht erreichen. Schätze ich jetzt mal. Ja, was das ist, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, ein Buch wird da nicht noch rumliegen. Das könnte der eine Android von ganz, ganz vorne sein. Das glaube ich aber irgendwie nicht. Ja, mal gucken, was das ist. Wir werden das schon rausfinden, ne? Es ist Markus. Er kommt. Er wird uns retten. Ja, klar werde ich euch nicht retten. Also so mehr oder weniger. Geht vorwärts, wenn ihr das Signal hört, verstanden? Und ich will das nicht nochmal sagen. Na los, vorwärts.
den Türen. Sie überprüfen uns nur. Sie werden uns nichts tun. Marcus kommt und befreit uns. Sie werden uns töten. Ich weiß es, sie töten uns. What the fuck? Erbarme dich unser. R9, erbarme dich unser. Warum sind wir hier? Was ist hinter den Türen? Da hinten das Leiche. Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Warum sind wir hier? Ja, das ist eine gute Frage. Marcus und unsere Leute retten uns. Sie werden uns alle töten. Ich weiß, sie werden uns alle töten. Marcus kommt und befreit uns. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Wo ist R9? Ja, das ist eine gute Frage, wo der ist. Warum kommt er nicht und rettet uns? Warum ist alles Zeitlupe außer das Gespräch? Wir sind mehr als sie. Wir können siegen. Marcus kommt und befreit uns. Sie werden uns alle töten. Nein, werden sie nicht. Ich weiß es, sie werden uns alle töten. Was ist hinter den Türen? Sie überprüfen uns. Sie werden uns nichts tun. Warum sind wir hier? Was ist hinter den Türen? Sie werden uns töten. Ich weiß es, sie töten uns. Das verwirrt mich gerade so unglaublich, ne? Wir werden uns alle töten. Warum sind wir hier? Wow! Was werden sie mit uns machen? Hast du doch gerade gehört! Ich dachte, jetzt sagst du vielleicht was anderes. Ja, hi Alice. Alice! Nein, Alice, rühr dich nicht! Ich komme gleich! Ich habe Angst! Ja, entspann dich. Es ist alles gut, Alice. Du brauchst keine Angst zu haben. Lass mich nicht allein, Carl. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Sie werden uns alle töten. Ich weiß, sie werden uns alle töten. Sie überprüfen uns nur. Sie werden uns nichts tun. Alter, sind die Gedanken. Marcus ist RA9. Ich bin mir sicher. Wo ist RA9? Warum kommt er nicht und rettet uns? RA9, erbarme dich unser. Ich muss sagen, ich finde die Gespräche irgendwie ziemlich interessant. Marcus und unsere Leute retten. Warum sind wir hier? Marcus ist unser Retter. Wo ist RA9? Warum kommt er nicht und rettet uns? Marcus kämpft gegen die Menschen. Wir sind mehr als sie. Ja, wir können siegen, klar. Tun wir aber nicht. Ich mach's mir jetzt einfach. Ich kann die Wache ablenken. So, lenk mal ab. In die Reihe. Bist du taub? In die Reihe, hab ich gesagt. Durch die Scheiße. Wo bin ich jetzt richtig doof in die Drohne reingelaufen? Hoppala. Nächstes Mal schieße ich. Kapiert? Aber vielleicht war das auch, das ist vielleicht auch gar nicht so doof gewesen, Tatsache. Weil. Werden sie uns umbringen, Carl? Nein, werden sie nicht. Werden wir sterben? Nein, alles gut. Nein, natürlich nicht. So? Sie prüfen nur, ob wir richtig funktionieren, das ist alles. Ja, komm du da hinten. Drei. Ich helfe dir, Carl. Ich kann die Wache ablenken. Ja, mach mal bitte. Jetzt vorsichtig sein, dass wir nicht wieder in die Drohne reinlaufen. Was ist los mit dem? Ich hab solche Angst. Alles in Ordnung. Ja, und ich hatte kurz den Gedanken, dass wir vielleicht doch in die Drohne reinlaufen. So, warte mal, jetzt muss ich mal eben. Eine Sache möchte ich jetzt noch gucken. Fehlt mir was, wenn ich mit Alice in einer Reihe stehe, oder ist das davor?
davor der Fall? Weil wenn das davor der Fall ist, brauche ich mich jetzt nicht mehr umgucken. Nein, es ist davor der Fall. Okay, gut. Ja, dann ist das sicher, wenn die Revolution erfolgreich ist. Da müssen wir dann einmal die erreichen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Hier müssen wir ja leider geschüttet werden. Und dieses hier ist dann, also sozusagen, okay, es ist davor. Das heißt, ich muss mich, bevor ich die Reihe wechsle, ein bisschen genauer umgucken. Ja, Flugweg, hallo. Ralf, wie wär's? Natürlich will Ralph nicht sterben. Aber er will auch nicht, dass die Kleine stirbt. Ralph kann euch helfen zu fliehen. Du musst es Ralph nur sagen. Und Ralph hilft dir. Sie töten dich, wenn du was versuchst. Ralph weiß das. Aber wenn die Kleine frei ist, ist es ein bisschen so, als ob alle frei sind. Ralph hat keine Angst. Das Leben der Kleinen ist wichtiger. Pass gut auf die Kleine auf. Dankeschön. Ralph möchte, dass ihr glücklich seid. Nichts. Ist alles gut. Wir stehen hier nur. Ja, nicht nett. Also so im Lager umgucken finden die auch richtig Kacke. Ich liebe dich, Mom. Oh. Okay, das ist cute. Ja, wir rennen wieder in den Laden rein. Es gibt keinen Ausweg, sofort rauskommen. Ich wiederhole. Mit erhobenen Händen rauskommen. Es darf so nicht enden. Ja, und ich wiederhole, mir egal. Wir kommen hier schon noch raus. Sofort ergeben, sonst schießen wir. Ja, gut. Auch ein nicht ganz so schönes drittes Ende heute. Irgendwie sind die Enden heute eher von düsterer Natur, glaube ich. Obwohl die nächsten und jetzt zwei geht er nach Detroit für einen Besserung Bericht zum Konflikt. John. Versprechen. Ja, Michael, die Behörden haben gerade bestätigt, dass die Kämpfe in Detroit beendet sind und die Lage am Hart Plaza Lager jetzt unter Kontrolle ist. Dankeschön. Wir sehen, wie in diesem Moment Soldaten durch die Stadt ziehen.
und die letzten fliehenden Abweichler unschädlich machen. Endlich ist wieder Recht und Ordnung in die Straßen Detroits eingekehrt. Es herrscht allgemeines Entsetzen in Detroit nach den erschreckenden Ereignissen der letzten Stunden. Ersten Schätzungen zufolge wurden mehrere hundert Einsatzkräfte getötet. Unseren Quellen zufolge wurde der Abweichleranführer namens Marcus im Kampf erschossen. Mit dem Tod des Abweichleranführers ist die Androidenrebellion beendet. Die Zerstörung der Androiden in den Lagern kann wie geplant weitergehen. Trotz allem wird es noch dauern, bis sich Detroit von diesen Vorfällen erholt hat. Durch die Erschaffung von Maschinen, die intelligenter sind als wir selbst. Aber schön, dass sie zugibt, dass die Maschinen intelligenter sind als sie. Weniger als die Zukunft unserer Zivilisation aufs Spiel gesetzt. Jedoch ist die Situation jetzt unter Kontrolle. Die absolute Zerstörung der Androiden wird bald abgeschlossen sein und auch die letzten verbleibenden Abweichler wird man finden und vernichten. Gott schütze sie und Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. Gut. Ich bin am überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich vielleicht später noch zu dem Laden, das Ereignis des Ladens trigger und wir dann sozusagen im Ablaufdiagramm zurückspringen. Das heißt, wir werden uns jetzt angucken. Oh Gott, ich muss Simon ja auch einmal nicht retten. Das ist natürlich. Das ist blöd. Aber ein Ende im Laden wäre noch vorteilhaft. Dann zünden wir, weil so viel Spaß macht, die Bombe nochmal. Ich werde jetzt versuchen, Simon mal nicht zu retten. Also wir werden Simon nicht retten. Und dann werde ich mal gucken, ob wir nicht irgendwie... Weil wir brauchen das noch einmal auf jeden Fall. Zünden müssen wir das noch zweimal machen und dann müssen wir Simon nochmal retten. Bevor wir in den erfolgreichen Abschluss der Mission gehen. Dann haben Kara und Alice halt ja einmal ein bisschen Pech gehabt. Weil ich fürchte, wir brauchen bei Kara und Alice nur noch einmal, dass das ganze Ding scheitert. Aber ich weiß sonst nicht, wie wir weitermachen sollen. Also wir gucken jetzt, dass wir das Maschinengewehr erreichen. Und gucken, ob wir dann vielleicht irgendwas mit North oder mit Simon machen können. Das geht sicher. Und dann haben wir sozusagen diesbezüglich die Chance doch noch gewisse Sachen zu erreichen. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir das so hinbekommen würden, wäre das schon klasse. Wir kommen heute allgemein sehr gut voran. Ich muss sagen, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es länger dauert. Jetzt kommen wir hier so gut voran. Dass wir wahrscheinlich alle Enden relativ zügig gesehen haben. Und deshalb... Boah, ist das schwierig.
Connor. Ich bin so froh, dich zu sehen. Das Abweichlerproblem wurde endlich gelöst. Diese unschönen Vorfälle liegen jetzt hinter uns. Und CyberLife kann zum Alltagsgeschäft zurückkehren. Natürlich müssen wir am Kundenvertrauen arbeiten. Doch das ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe eine Überraschung für dich. Das ist der neue RK-900. Ja. Schneller. Schön für den Stärker. RK-900, dass er da ist. Belastbarer. Und mit der neuesten Technologie ausgestattet. Das Außenministerium hat gerade 200.000 bestellt. Was wird mit mir geschehen? Du bist obsolet. Ich finde diese Bezeichnung, du bist obsolet, so gut, ne? Du kannst jetzt gehen. So, nächste Ende, nächstes Glück. Und damit sind es 3. Und damit haben wir auch das alles schon gesehen. Ja, keine Ahnung. Ich kann mir halt vorstellen, dass das hier noch was mit Simon zu tun hat. Und was das jetzt ist, bei den beiden muss ich ehrlich sagen, bin ich überfragt. Wie gesagt, entweder wir können zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, irgendwie sozusagen nach hierhin bevor. Wir müssen mal gucken. Und die einzigen beiden Entscheidungen, die ich im Moment vor Wände stellen, sind halt, die ich euch eben gezeigt habe und diese hier. Ich weiß nicht, was das hier für einer sein soll. Vielleicht muss ich damit irgendjemandem. Ich gehe mal davon aus, dass ein Android, mit dem ich reden darf, muss. Soll. Aber es kann gut sein, dass ich dafür den hier vorne brauche. Nochmal. Aber das werden wir uns dann später erst angucken. Jetzt fahren wir erstmal fort. Und gucken, ob wir die ganze Geschichte mit Markus auch noch ein bisschen später verkacken können. Und wenn nicht, ist das ziemlich blöd. Wenn ich das mal so sagen darf, weil dann muss ich mir schon wieder überlegen, was ich hier mache. Was kann denn das noch sein, ey?